Neuer Part, neues Glück, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 3. Im Mondschein sind wir unterwegs. Connor McKnight, der Killer, Rotrückenfeind, was auch immer. Auf alle Fälle ein cooler Assassine und ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir haben schon einen Assassinenkumpel hier auch noch. Unser guter Kumpel Stefan Chapeau, sagt man einfach mal Shampoo, weil mir der Name ein bisschen zu französisch klingt. Und deswegen, ich bin halt nicht so ein französisch sprechender Fan. So. Gut, jetzt blinkt hier gerade etwas. Hallo, was blinkt hier? Hallo? Habe ich gerade einen Stromausfall? Wie geht noch? Erstaunt mich ein bisschen. Nun gut, wir haben die Aufgabe, zum Ausrufezeichen zu gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang das überhaupt jetzt die Story weitergeht. BZW, was wir zuletzt noch gemacht haben und wohin es jetzt eigentlich geht. Denn die letzte Folge ist bei mir auch schon wieder ein paar Tage her, aber sei es drum. Ach so, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder genau, wegen dem Tee und so. Wir haben ja in der letzten Folge noch den Tee über Bord geworfen und jetzt sind halt die Templer ein bisschen stinkig hier, weil die mögen halt ihren guten alten British-English-Tee und wollen um 4 Uhr nachmittags nicht darauf verzichten, aber jetzt haben sie halt ein Problem. Tja, und wir auch, weil wir müssen zurück. Und ich denke mal, der Countdown läuft, auf den wir endlich mal auf Charles treffen. Oh ja. Charles der Templer. Der Vertraute von Connors Vater. Und vermutlich derjenige, der unser Dorf und ja, halt Connors Mutter getötet hat. Das wird noch richtig episch werden, was auch richtig episch ist, dass ich keinen Pfeil mehr habe. Schön. Ich gucke gerade, hat es irgendwo Geschäfte? Ich sehe gerade nichts. Schade, sonst kann ich mir noch Pfeile kaufen. Nun gut, muss auch ohne gehen. Wir gehen weiter des Weges, Freunde. Und weiter des Abenteuers. Hier am Hafen, wie es aussieht. Beim Hafenmeister. Naja, hoffen wir mal, ich muss nichts bezahlen und ich kann direkt einsteigen. Servus. Ja, scheinbar doch, ich muss wohl aufs offene Meer hinaus. Was sagt die Karte? Nicht gerade viel. Nö, sehr wenig. Bis sogar gar nichts, ist ja toll. Und dann muss ich da aufs Schiff. Auf unser Schiffchen könnte natürlich auch sein. Wer kommt da jetzt schon wieder? Das ist so ein rotes Zeichen. Wer ist denn das? Ich kriege dich, ich kriege dich! Ich bin schneller! Mann, ich will nichts von euch! Mann, Connor, was treibst du da? Geh doch runter, Mensch! Und wir sind wieder mal ein bisschen bekannt geworden, wie es aussieht, wa? Und, ja, Nummer 2. Schön, was hast du eigentlich dabei, Alter? Ausrauben? Geht nicht? Nein! Daneben. Die Almanachseite. Nein, die Almanachseite. Die war ja so bekannt, nicht wahr? Das ist auch so dämlich, ey. Jetzt nur noch Bekanntheitsgrad 1. Gegner können sie entdecken, obwohl ich gerade noch davor stand. Aber nur, weil ich jetzt halt das Plakat abgerissen habe. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen unbekannter. Oder war es wohl eher? Naja, naja. So, gebt ihr auf? Scheinbar nicht, aber ich gebe auf! Juhu! Ich will nicht nur, ich werd's auch tun! Oh oh!
Rennen! Wir müssen rennen! Oder aufs Schiff gehen! Oh, das wäre eine gute Idee. Wobei, ich frage mich gerade das Ausrufezeichen. Wo ist denn das jetzt? Ist das irgendwo beim Schiff zu? Oder muss ich da irgendwie... muss an einen bestimmten Ort hin? Ja, springen? Was? Verhaut die Feiglinge? Naja, wieso eigentlich nichts? So, Kumpel, kannst du mich bitte hier wegbringen? Nö, geht gerade nicht, da kein Bock dazu. Tschüss. Wer bist du? Ach Mensch, bestechen geht gerade nicht, geht gerade nicht. Bin ein bisschen zu bekannt, na toll. Da ist noch einer. Ach, immer diese Versteckspiele, nicht wahr? So, jetzt habe ich Ruhe. Wie jetzt? Jetzt geht's wieder? Das Gildemenü, ja? Steht aus, ob das stand ja zur Verfügung, na toll. Ist ja auch egal. Wirkt ruhig. Sehr schön. Och nö. Nein, nicht jetzt. So schnell kann's gehen und schon sind wir inkognito. In nur Sekunden wie es aussieht. So, jetzt will ich aber weg hier. Raus aus der Stadt, wir können so noch in ein Geschäft gehen, aber ich sehe gar nicht, wo welche sind. Hallo? Hallo, Hund. Der Mr. Doc. Ja, ja, auch die gibt's hier am Doc. Ja, gut, der muss aber sein. So, interagieren muss jetzt eigentlich hin. Atlantischer Ozean, ja, ist das schön. Wo ist mein Zielort? Steht er hier drauf? Offenbar nirgends, weil ich komme von hier aus. Ja, Die Jagd starten, Boston, Schnellreise. Wir sind hier, wa? Devonport-Siedlung, Schnellreisen, die offenbar doch nicht. Dann gehe ich mal hier hin. Yep, per Schnellreise, bitteschön. Wenn es denn so genehm wäre. Ist schon eine coole Kluft, hey. Hätte ich auch gerne so einen Assassinenanzug. Würde man zwar nicht, vermutlich nicht so stehen, weil ich nicht so der Weißtyp bin, aber... Ja, ist schon schick. Hat was. Und das Tomahawk natürlich erst recht. Und natürlich auch Pfeil und Bogen. Alles schnick, alles schicke. Spiel? Ah, jetzt geht's. So interagieren willst du? Schafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha, du magst der Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge?
Und was? Woher? Benutzt deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Kommt natürlich darauf an, was man unter interessant versteht. In der Siedlung mit Hinkebein über Kids Schatz reden. Ja, gut, können wir es ja machen, aber ein Klunk auf Hinkebein finden, aber ja klar. Ein Klunk, was willst du? Das ist ja mit dem Spiel gut. Ne, ich muss ja weiter, wa? Wie ist ja auch. Wo muss ich überhaupt hin? Muss ich zurück? Zurück nach Hause! Zurück nach Hause! Bist du hier für Schiffsfahrten? Vermutlich schon. Okay, gehen wir mal kurz nach Hause, weil ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Aber laut dem Zeichen da halt, sprich dem Ausrufezeichen, muss ich vermutlich da hoch. Dann springe ich nach Hause. Ich hoffe zumindest. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen verplant, wo ich hin muss. Guten Tag, Herr Dachs. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Sieht eher so aus, müsste ich auf die offene See hinaus. Na, bravo. Ah, doch. Jep, es geht nach Hause. Na, Gott sei Dank wieder mal. Was ist denn eigentlich hier noch? Beim Punkt? Da war doch auch immer was. Jetzt eventuell noch ein Geschäft und so. Ich könnte dringend was zum... Achso, das war wegen dem Ausgangspunkt, genau. Aber ich könnte noch dringend was zum Kaufen gebrauchen. Wie jetzt? Da drin, okay. Und wir sind wieder zu Hause, wie es aussieht, wa? Hallo Kumpel, bin ja zu Hause, bin zwar übers Dach gekommen, aber ist doch egal. Der war unten, okay. Schön hast du es dir hier gemacht. Richtig schön. Was hat denn hier noch Schönes? Enzyklopädie. Was zum Geschäftstagebuch? Lager Valconer, wo der Handel. Was? Nun, dass er ein Handwerker in ihrer Siedlung angesiedelt hat. Ja, das weiß ich. Herstellung. Dann drück mal A. Pläne, Handwerker auswählen. Habe ich einen? Gut, ich habe einen Tischler. Ist zwar schön, aber auch mutig gar nicht. Ressource hätten wir Eichenholz für Fässer. Kann ich das vielleicht auch auswählen vielleicht noch? Hallo? Mann, nee, kann ich nicht auswählen, was er herstellen soll. Okay, geht offenbar nicht. B zurück. Na klar, das finde ich auch so scheiße. Da unten steht links B. Ich drücke auf B, passiert nichts. Ressource auswählen. A passiert auch nichts. Y auch nichts. X. X geht, abbrechen. Wieso kann ich nicht abbrechen? B geht auch wieder nicht, kann nur A machen. Ja, jetzt geht's wieder. Oh, so manchmal, hey. Ist schon mühsam. Na, Kumpel, wie geht's so? Die Enzyklopädie des einfachen Mannes. Connor, ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit. Um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Ja, wenn wir mal einen Moment haben, nicht wahr? Im Zettel halt, um uns zu analysieren, Informationen über sie zur Enzyklopädie des einfachen Mannes hinzuzufügen. Klingt doch soweit gar nicht mal so übel. Also einfach dran denken, ZL drücken, dann ist alles wieder dufte. Sehr schön. Hat's einen Hinterausgang? Natürlich hat's einen. Komm ich auch raus hier? Nö. Hat's eine Tür, bekomme ich raus. Das bringt's ja voll. Geh halt hier raus. Tschüss, geh wieder. Spielen könnte ich auch eine Runde, aber hab keinen Bock drauf. Ich werde hier sowieso immer. Was hat's nun... Moment mal. Das Ausrufezeichen war immer hier. Das war auch schon vorher da, bevor ich jetzt gerade ins Haus ging. Im Haus stand er gerade da und plötzlich...
Hä? Gab's ein zweimal? Verwirrung? Spiel? Bin verwirrt, na egal. Sei's drum. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Ja, die Zeit, die Zeit. Radun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Hoffen wir nur, dass es nicht zu spät ist. Also gut, William Johnson muss sterben. Belohnungen, neues Geschäft, was? Neue Waffen im Geschäft erhältlich? Schön, das freut mich sehr, wenn wir endlich mal so ein Geschäft finden würden. Wie jetzt interagieren? Erfährt er uns nach, oder was? Geschäfte? Ja, das wäre doch mal was. Geschäft, sagt er, geschmiert und hausiere an. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr, meine Geschäfte? Wo seid ihr? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Glatt nochmal, was steht jetzt da? Karte ansehen. Gut, das heißt, ich drücke A, vermute ich mal. Schnellreise? Nee. Wo hast du denn jetzt hier ein Geschäft? Hat's überhaupt was? Docks, Hinkenbeimission. Kein Bock drauf. Ich suche die Geschäfte und hier hat's keine Geschäfte. Na gut, wir sind auch hier mitten in der Pampa, nicht wahr? Bin ja auch selber schuld in den Tasim 1100. Ja, nicht so viel, aber... Wieso nicht? Ja, Geschäfte. Relativ wenig, wa? Der Hafen zwar, aber ob es da was gibt? Ich muss dahin. Grenzland, Schnellreise, alles klar. William Johnson. Ich glaube allerdings nicht, dass der wirklich allein gekommen ist. Ich schätze mal, der wird Charles im Schlepptau haben oder ein höheres Tier. Vielleicht sogar Hafen. Und dann wird es hier richtig blutig werden. Nach Grenzland reisen? Natürlich. Wenn schon, denn schon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Templer dürfen nicht siegen, auf keinen Fall. Unter keinen Umständen. Niemals. Niemals. Niemals? Hallo, Viu, lass mal ein bisschen schneller. Ah, die Atmosphäre voll im Arsch. Dankeschön, Viu. Hä? Oh, was machst denn du hier? Du hast eine andere Farbe als das andere Pferd drin. Ist egal. Man aufsitzt natürlich und hüa, hüa, ho. Hoffen wir nur, dass sie noch rechtzeitig dort ankommen werden. Ein paar Feinde sind unterwegs, schön von mir aus. Ich hoffe noch den richtigen Weg, laut Karte sieht es anders aus. Aber denk mal, das passt schon so. Ungefähr. Ich denke, also bin ich. Ihr kloppt? Ja, wie es aussieht schon. Mann, geht's auch mal links hier. Ich kann doch hier mit dem Pferdchen nicht irgendwie nach links. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. So, bei denen das Jagdrevier ist. Ups, Entschuldigung, Pferdchen, Entschuldigung. Ich bin halt kein so, naja, guter Reiter halt. Hüa, hüa, ho, ho, ho. War der Wolf oben?
Ist mir egal, wir sind hier richtig, schätze ich mal, oder ungefähr richtig. Also jetzt ein bisschen Spuren zu geben. Grey Peace Hills, ich glaube, ich bin wieder ein bisschen falsch. Aber da könnte vielleicht ein Geschäft sein. Bleib stehen. Ich sag, stehen bleiben! Hallo, handeln? Geht's noch? Ah, jetzt geht's. Meine Fresse. Kaufen, wenn du mal so lieb wärst, alter Mann. Verbrauchst Pfeile. Oh, ja, Pfeile wären noch gut. Ich hab nicht gerade viel, wie es aussieht, wa? Kann ich auch ein bisschen mehr nehmen, wenn es geht? 8 Stück. Ja, und das passt. Neuer Gegenstand erhalten im Pfeil, nur 8 Stück, hallo? Och Mensch, da kannst du gar Link mehr tragen. Na gut. Auf nachher gibt es immer wieder mehr. Hier noch ein bisschen. Schön. 4 Stück für die Wurfpfeile. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gebraucht. Giftpfeile, Rauchbomben. Oh, wieso eigentlich nicht? Fallen haben wir alle. Sprengfallen auch. Köder brauchen sie so keine. Sehr schön. Vielen Dank fürs Geschäft. Seh nichts mehr? Gut. Dann gehe ich halt ganz altmodisch durchs Wasser wieder, Freunde. Wenn das Pferd halt nicht will und wenn es hier keinen gescheiten Weg gibt, dann muss ich halt so weitergehen. Betrennes Jagdrevier, Johnstown, nee, nicht ganz. Wir müssen zurück in unsere Heimat. Obwohl der Part bereits abgelaufen wäre, mal gucken, vielleicht mache ich heute ein bisschen länger. Hinweis? Was ist ein Hinweis? Ein Fuchs. Boah, ein Fuchs. Ein Fuchs in weißem Wasser. Na klar, ist ein Wasserfuchs oder was? Im Gegensatz zum... Naja, halt zum Firefox. Schon vorbei. Wer seid ihr? Ach so, sind meine Handwerker. Ja, so ist doch alles Paletti. Da haben wir noch einen Fuchs. Ist doch alles gut, Kleiner. Ist doch alles wunderbar. Springen! Nichts passiert, umso besser. Besser mal hier entlang, nicht wahr? Ist das ein Feind, ein Gegner? Ich frage auch noch so blöd. Hä? Wollte gar nicht, Mann, ich will ja... Ich will doch hier weiter. Weiter des Weges, weiter in unser Jagdrevier. Hier geht's nicht. Nein! Desynchronisiert, gestorben. Ich wollte nur eine Abkürzung nehmen. Du. So schnell kann's kommen, wenn man versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Na, das war ja klug. Das war eine tolle Idee. Wo bin ich jetzt wieder? Ah, direkt hier unten. Na, ist doch schön. Ihr wolltet doch eigentlich hin. Naja, mehr oder weniger. Lasst mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Und schon sind wir bald mal da, hoffe ich. Juhu, Connor. Ja, muss es sein, natürlich muss ein Dorf auf altmodische Art und Weise betreten, nicht wahr? Hopp, das war auch klug. Und schon wären wir da, Freunde. Doch wie es hier weitergeht bei Assassin's Creed 3 auf den Spuren der Zander zur Vorfahrt mit Connor und allen drum und dran und natürlich William Johnson. Und den ganzen anderen Hundepack, das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.